يعني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، wir sind heute in einem neuen Kapitel, und zwar in dem Kapitel ein Kapitel, das über die Modalitäten des Hammam handelt. Die Modalitäten, die das Besuchen von Hammamat betreffen. Das kann man auch auf andere Einrichtungen übertragen, die Ähnlichkeiten zu Hammamat haben. Das heißt, Konzepte, diverse Konzepte, Einteilungen der Ahkam und die Modalitäten, die hier genannt werden, sind durchaus übertragbar auf Einrichtungen, in denen es ähnlich zulaufen kann wie in den Hammamat. Er sagt hier, وَدُخُولُ الْحَمَّامِ جَائِزٌ لِلرِّجَالِ بِالْمَيَازِرِ السَّاتِرَةِ وَيُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَحَاجَةٍ Er sagt hier, wo ist das hin? Hier, dieser Abschnitt. Hier sind wir. Es ist legitim für Männer, öffentliche Bäder zu nutzen. Also wir haben jetzt das Wort Hammam einfach mal als öffentliches Bad hier übertragen. Solange sie ihren unteren Körper bedecken. Das ist jetzt nicht wortwörtlich so geschrieben. Da steht, solange sie die Hammamat mit bedeckenden Mayasir betreten. Mayasir ist einfach die Mehrzahl des Begriffes Mi'zar. Al-Mi'zar ist der Izar, dieses untere, dieses Tuch, mit dem man sich einfach den Körper ab Gürtellinie bedeckt. Es kann auch einfach ein Handtuch oder so sein. Das ist gemeint mit Mayasir. Es ist verpönt für Frauen, öffentliche Bäder zu besuchen, außer wenn es dringende Gründe gibt. Also, das können wir ein bisschen umschreiben, das ist nicht so ganz richtig. Außer wenn es Bedarf oder Krankheit gibt. Bedarf, ja, dazu kommen wir gleich. Bedarf ist was anderes als Notwendigkeit. Wer von euch im Fiqh-Unterricht ist, wir haben, glaube ich, gestern war das erneut auch nochmal erwähnt gehabt, dass die Fuqaha unterscheiden zwischen den zwei Begriffen Haja, was der Bedarf ist, und der Darura, was die Notwendigkeit ist. Und dass der Bedarf etwas Geringeres ist als die Notwendigkeit. Wie dem auch sei, dazu kommen wir nochmal. Erst einmal der Begriff Hammam. Hammam wird auch manchmal als Dampfbad übersetzt, oft auch als türkisches Bad bezeichnet. Das ist ein für die islamische Welt typisches öffentliches Gebäude. Und das ist tatsächlich sehr alt in der islamischen Zivilisation verankert. Also es gibt Überreste noch von Hammamat aus der umayyadischen Zeit. Die umayyadische Zeit ist die erste Dynastie nach den Al-Khulafa al-Rashidun, also nach den vier Khalifen. Nach den vier Khalifen wurde die umayyadische Dynastie errichtet. Die umayyadische Dynastie errichtet, danach kam dann die abbasidische Dynastie. Und schon in der umayyadischen Dynastie gibt es, also wir haben heute noch Hammamat aus dieser Zeit, Überreste, archäologische Überreste. Und wir sehen auch in der Literatur, dass also dort die Errichtung und der Bau von Bädern erwähnt wird in den ersten Städten, die nach der Eroberung, nach Eroberungen gegründet wurden. Zum Beispiel haben wir das Bad von Amr in Fustat, wie Ibn Duqmaq, der ägyptische Historiker, erwähnt. Oder die ersten drei Bäder von Basra, wie Al-Balazuri in seiner Geschichtsschreibung
erwähnt. Und auch bis in der heutigen Zeit, bis zum heutigen Tag, haben Hammamat in einigen Ländern noch eine zentrale tägliche Bedeutung. Im Maghrib, in Marokko, sind Hammamat in jeder Ecke verbreitet und werden von den Leuten regelmäßig genutzt. Regelmäßig werden die Hammamat genutzt. Der Begriff Hammam leitet sich ab aus dem arabischen Wort Hamim. Hamim, was auch im Koran vorkommt. Und Hamim bedeutet eigentlich so viel wie heißes Wasser. Heißes Wasser nennt man Hamim. Mittlerweile wird der Begriff Hammam in der heutigen Sprache wird der Begriff Hammam für jeden Ort verwendet, der für das Duschen vorbereitet ist. Jeder Ort, der für das Duschen vorbereitet ist, wird Hammam genannt, unabhängig davon, ob es jetzt ein öffentliches Bad ist, ob es ein Heißbad ist oder privates Bad zu Hause. Jeder Ort wird heute Hammam genannt. Deswegen darf man das nicht verwechseln, wenn man klassische Literatur liest, in der Fuqaha von Hammamat sprechen. Oder es gibt tatsächlich auch Bücher, die nur das Thema Hammam behandeln. Ibn Kathir hat eins. Das handelt über die Ahkam des Hammam. Damit sind diese klassischen öffentlichen Heißbäder gemeint und nicht die privaten Duschen zu Hause. Wie gesagt, der Begriff Hammam leitet sich aus dem Wort Hamim ab und das bedeutet so viel wie heißes, dampfendes Wasser. In gewisser Weise ähneln diese alten, klassischen Hammamat, ähneln vielleicht der heutigen Sauna, auch wenn das klassische Hammam etwas anders aufgebaut ist. Bei dem klassischen Hammam gibt es verschiedene Räume. Ja? Also ich glaube, in der Regel sind es um die 3 Räume oder Gänge. Ich war noch nie drin, ich habe es nur so gelesen. Es gibt erstmal einen Raum, in dem herrscht eine Temperatur von fast 70 Grad. Da läuft man durch und dann kommt man in einen Raum mit etwas geringerer Temperatur, aber sehr feucht ist, also da ist so dampfendes Wasser. Dann hält man sich dort ein bisschen auf. Und dann kommt man in einen anderen Raum, dort wird man in warmes Wasser eingelassen und dann wird man massiert und gereinigt und gepflegt. Und danach kommt man dann in einen vierten Raum, dort kann man sich dann in Wasser mit normaler Temperatur abbaden. So ungefähr müssen die aufgebaut sein.